Habe ich richtig gehört? Könntest du das vielleicht ein bisschen präzisieren? Es war ein Missverständnis. Ich will gar nicht zur Polizei. Frau von Amstetten, falls Sie noch keinen juristischen Beistand haben sollten, warten Sie nicht allzu lange damit. Wer hat denn Jackie angestachelt, zur Polizei zu gehen? Das ist doch total... Du hast Jackie eingeflüstert, dass sie mich anzeigen soll. Nein, Schwachsinn! Und fast hättest du es auch geschafft. Ich habe noch eine bessere Idee. Und die wäre? Du gehst mit ihm ins Bett. Diesen kleinen Freundschaftsdienst wirst du mir doch nicht abschlagen. Oh nein. Oh ja. In der Redaktion gehen mir echt auf den Nerv. Wir können hier ja die Düsseldorfer Filiale eröffnen. Ja klar, und die Tische stellen wir ins Badezimmer. Oh, aber so wie es hier aussieht, kriegen wir nichts mehr, ja. Ich mach dir deshalb mal keinen Kopf. Ich bin froh, dass du erstmal hier bist. So bin ich mit Hermann nicht alleine. Was hast du gegen Hermann? Ist doch ein toller Typ. Ja, solange er in seinem Zimmer bleibt und regelmäßig die Miete zahlt. Ach Quatsch. Der ist nicht halb so schlimm wie die ganzen arroganten Schnösel aus der Redaktion. Nervt dich der Job eigentlich nicht? Klar, ich könnte mir was Tolleres vorstellen, aber so im Großen und Ganzen. Tagsüber plagt man sich mit den Kollegen ab und abends legt man sich ins Bett und pennt weg. Na toll. Und wenn wir uns heute Abend nicht einfach ins Bett legen und nicht einfach abpennen? Sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir heute Abend eine Party machen? Heute kommt doch auch Jan zurück. Ja, und dann laden wir Sophie, Anna und Susanne auch noch ein. Und Henning. Henning lieber nicht, wegen Sophie. Gut, dann machen wir eine Pyjama-Party für Frauen. Und Jan? Der war doch wegen des Modeljobs an der Nordsee oder wegen der Geschlechtsumwandlung. Okay. Aber dann müssen wir auch gleich los und alles besorgen. Ja, und ich mal schon mal ein Schild. Zutritt für Männer verboten. Guten Tag, Frau von Sterneck. Hallo. Wir checken gerade unser Auto. Ich fahre gleich in Urlaub. Oh, ich wollte auch nicht stören. Ich muss noch mal kurz mit Gero sprechen. Ja? Gero, hast du kurz Zeit? Ach, gleich. Ich muss nur noch eben den Ölstand messen. Mach ich schon. Ach, du? Kannst du das überhaupt? Na hör mal, warum denn nicht? Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ich wollte nur sehen, ob du es auch kannst. So gemein können Mütter sein. War Henny nicht da? Doch, aber Clarissa hat mich rausgeschmissen. Sie hat dich rausgeschmissen? Ja. Und Henning? Ach, Henning hat da gestanden und nichts gemacht. Ich fass es nicht. Er denkt anscheinend immer noch, ich hätte Jackie zur Polizei geschickt. Hört er das bloß her? Ja, von mir nicht. Ich weiß. Aber von alleine kommt man doch nicht auf sowas. Vielleicht fühlt er sich inzwischen auch von dir verfolgt. Genau wie Alex. Tolle Aussicht. Aber keine Angst. Ich habe dich vor Alex gerettet, ich werde dich auch vor Henning retten. Ich steige doch nicht mit jedem x-beliebigen ins Bett, nur weil du Stress mit Christoph hast. Sein Anwalt ist kein x-beliebiger. Echt danach ist hoch angesehen. Das sind meistens die größten Nieten in der Liebe. Vielleicht ist sie ja eine Ausnahme. Ich stehe aber nicht auf Liebhaber, die mir im Bett Paragraphen ins Ohr flüstern. Vielleicht musst du ja gar nicht mit ihm ins Bett. Sei doch einfach ein bisschen nett zu ihm, dann erzählt er dir schon... Ich will aber nicht nett sein. Vielleicht gefällt er dir ja sogar. Erfolgreiche Männer sollen sehr erotisch sein. Wenn sie nicht impotent sind. Umso besser für dich. Sag mal, für wen hältst du mich eigentlich? Für meine beste Freundin. Oh, also Freundschaft hat ihre Grenzen, Clarissa. Aber nicht unsere. Ich hätte nie gedacht, dass du so gemein sein kannst. Und ich hätte nie gedacht, dass du so billig bist. Seit wann nimmst du es denn so genau? Es reicht, Clarissa.
So, wir können. Ich bring Jackie nach Hause und dann nonstop nach Österreich. Tschüss, ihr beiden. Willst du wirklich durchfahren? Du bist fix und fertig, wenn du ankommst. Ich fahr gern nachts, da ist die Autobahn leerer. Wirklich, also. Ja, du bist ja schließlich erwachsen. Ab und zu. Servus, meine Kleine. Und pass mir gut auf die Kleine auf. Ja, wird schon schief gehen. Wenn du Probleme mit ihr hast, dann schick sie nach Friedenau. Christoph hat mir versprochen, dass er sich um sie kümmert. Ja, ist schon okay. Jetzt fahr vorsichtig und erhol dich gut. Ja. Also wenn du meinst, du kannst jetzt hier den Babysitter spielen, vergiss es. Das werden wir ja sehen, meine Kleine. Na, danke schön. Wer kommt denn jetzt? Hallo! Jan! Oh, Junge! Hallo, Familie! Hallo. Und? Wie fühlt man sich als neuer Star der Möbelkataloge? Ich will sofort ein Autogramm von dir haben. Lass mich erstmal ausziehen, okay? Hat alles geklappt? Ja, ganz prima soweit. Und? Wo sind die Fotos? Wir wollen Beweise. Das machen wir halblang. Das dauert ein bisschen. Also jetzt geht mal essen, jetzt will ich hier erstmal allein sein. Erzähl. War es anstrengend? Ach, halb so schlimm. Nach einem Tag hat man sich dran gewöhnt. Wann habt ihr denn morgens angefangen? Zwischen 10. Na, wie lange habt ihr immer gemacht? Mal länger, mal weniger lang. Hm. Und? Was war hier so los? Gibt's was Neues in der Firma? Oh, die Bank will immer noch keinen Kredit geben. Und Arno? Spielt er immer noch den Helden? Na ja, wegen des Auftrags, den ihm Christoph verschafft hat. Ja, typisch. Er macht damit alles kaputt, nicht nur in der Firma. Was sagt denn Julia dazu? Ich weiß es nicht. Wieso nicht? Habt ihr nicht mit ihr gesprochen? Wie denn? Was wie denn? Ach, sie wohnt nicht mehr hier. Sie ist ausgezogen. Vorhin. War es wegen Henning und Jackie? Geht dich das was an? Na los, sag schon, was hat Sophie erzählt? Ich hab doch schon gesagt, es geht dich nichts an, Capito? Immerhin ist Henning auch mein Freund. Sophie wollte sich bei Henning entschuldigen, aber dieser sture Bock hat sie... Wieso sturer Bock? Das ist ja wohl der Hammer, dass Sophie Jackie zur Polizei gehetzt hat, oder? Woher weißt du das denn eigentlich? Ich, war doch dabei. Wo warst du dabei? Na, wie sich Sophie mit Jackie gestritten hat. Hast du etwa Henning davon erzählt? Wow, du tust mir weh! Na los, raus mit der Sprache! Ja, ich hab doch genau gehört, wie sie zu Jackie gesagt hat, dass sie zur Polizei gehen muss. Ach, so ein Quatsch, das hat sie bestimmt nicht gesagt. Ich schwöre. Ja, dann hat sie es nicht so gemeint. Tja, damit will sie sich wahrscheinlich rausreden. Ach, du tickst doch nicht mehr richtig. Na, du musst reden. Ich hab doch genau gehört, was Sophie zu Jackie gesagt hat. Ach, Kathi, lass mich in Ruhe. Na, du hast auch Urlaub nötig. Barbara hätte dich gleich mitnehmen sollen. Das hätte dir so gepasst, hä? Bist du sauer auf mich, hä? Bin ich sauer? Du bist unfair, Clarissa. Nur weil ich nicht mit diesem Anwalt ins Bett steigen... Bin enttäuscht. Das ist alles. Du verlangst einfach zu viel von mir. Ich habe dich nur um einen kleinen Gefallen gebeten. Eine Affäre mit Christophs Anwalt nennst du einen kleinen Gefallen? Wer spricht denn von Affären? Du solltest nur mit ihm ins Bett gehen. Ich habe dich oft genug gedeckt, wenn du deine Seitensprünge vertuschen wolltest. Wie oft habe ich dich schon gedeckt? Wir sprechen jetzt von dir, komm nicht vom Thema ab. Ich habe zu diesem Thema nichts mehr zu sagen. Können wir jetzt über was anderes reden? Nein. Bitte, wie du willst. Ich gehe. Ich gehe schon.
Mann, warte. Hi. Na? Jan! Oh, ich hab dich so vermisst. Langsam. Ich bekomme ja kaum noch Luft. Na, hör mal, du bist der Star. Ich bin ein Fan. Das muss dir schon gefallen lassen. Willst du vielleicht was trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Mhm, wegen der Linie, ne? Mhm. Ja, und? Was stressig? Erzähl. Ach, nicht die Spur. Es war ganz entspannt, ziemlich easy. Aha, ich verstehe. Du warst der Mittelpunkt und alle sind um dich herumgeschwirrt. Nee, niemand ist um mich herumgeschwirrt. Also, wenn ihr es genau wissen wollt, danke. Es war eine Katastrophe. Du hast recht gehabt. Diese Branche ist wirklich nichts für mich. Das sagt der Arno ja auch. Schmeiß mich doch wohl bitte nicht mit Arno in einen Topf. Also, ich kenne diese Jobs, aber der... Entschuldige bitte. Ach, der läuft doch mit Scheuklappen durch die Gegend. Ich hab schon gehört. Ihr habt euch gestritten. Ja, mich die ganze Zeit angemeckert, weil ich von Anstetten heiße. Wird dir langsam krankhaft. Hab's echt nicht mehr ausgehalten. Ja, was sagen die anderen dazu? Was sollen die schon sagen? Er ist ja wie vernagelt. Wem sagst du das? So kenne ich ihn seit 20 Jahren. Wir haben schon die letzten Wochen gereicht. Du wolltest dich doch bei mir bedanken. Wofür? Dass ich deine kleine Sozialkellnerin rausgeschmissen habe. Oh, danke, aber das hätte ich gerade noch selbst geschafft. Ja. Hallo. Hallo. Stör ich? Nein, nein, du bist immer willkommen. Henning, können wir kurz reden? Was willst du denn noch? Das möchte ich gerne mit dir allein besprechen. Vergiss es. Henning, bitte, es ist wichtig. Na schön. Ich kenne den Text zwar schon in- und auswendig, aber bitte, wenn es dir wichtig ist. Wir gehen nach oben. Ich dauert nur einen Moment. Von Anstetten. Charlie hier. Hallo, Charlie. Hast du Lust auf einen Einkaufsbummel? Einen Einkaufsbummel jetzt? Nee, du. Ach, Clarissa, bist du mir noch böse? Ich? Böse? Warum denn? Also, weißt du, das war wirklich etwas hart. Ist doch deine Sache. Ich bin ja sonst nicht empfindlich, aber das ging mir dann doch zu weit. Und deshalb dachte ich, dass ja, wir jetzt... Ja, bitte. Clarissa, wär doch schön. Sei nicht eingeschnappt. Es gibt doch wirklich keinen Grund, dass du jetzt noch weiterhin mit mir schmollst. Du bist unfair, Clarissa. Nur weil ich mit diesem... Du, Charlie, tut mir leid. Ich muss jetzt aufhören. Clarissa, ich hab zu tun. Auf Freunde wie dich kann ich gut verzichten. Du hörst mir jetzt erstmal zu. Danach kannst du machen, was du willst. Wenn du es brauchst. Auf Kathi glaubst du jeden Schwachsinn. Aber wenn Sophie mal mit dir reden will, dann hörst du... Für mich gibt es diese Frau nicht mehr. Es ist aus. Hast du das jetzt begriffen? Du weißt doch überhaupt nicht, was sie wollte. Es interessiert mich auch nicht. Sie wollte sich bei dir entschuldigen. Was? Dir ist echt nicht zu helfen. Gut, er hat Stress in seiner Firma, aber muss er deswegen alle Leute anmachen? Ey, Melich dreht er wirklich ab. Was glaubst du, wie wir uns damals gezofft haben? Warte mal, riecht ihr das auch? Oh nein, der Kuchen! Oh Mist, mein erster selbstgebackener! Und dann gleich verbrannt! Das schmeckt am besten! Also Julia, so geht das wirklich nicht. Ich habe dir 100 Mal gesagt, dass ich das nicht haben kann. Oh, Backe! Mal... Soll ich dir was sagen? Warum quatschst du eigentlich so viel? Na gut. Okay. Nur ein Satz. Okay. Ich hab dich ganz schön vermisst. Und was war mit den ganzen Models, die immer um dich herumgeschwänzelt sind? Ach was, eine langweiliger als die andere. Sag mal, wollen wir nicht mal allein was unternehmen? Heute Abend zum Beispiel? Wieso nicht? Naja, heute steigt hier eine Pyjama-Party. Okay, dann feiern wir eben zusammen. Nein, Girls Only. Auf speziellen Wunsch von Julia. Und wenn ich mich als Mädchen verkleide? Du kannst dich doch bestimmt ein bisschen früher abseilen, oder? Wieso? Hast du was Bestimmtes vor? Lass dich überraschen. Wollen wir sagen 10 Uhr Friedenau? Also dieser Hermann, der spinnt da rum wegen seiner Kaffeemaschine, das ist albern. Jetzt sieh dir das an. Ein Gedicht. Oh. Nur Originalzutaten Mascarpone Espresso. Oh, ist Hermanns Maschine? Ja! Oh. Hi! Hallo! Hallo! Hi! Mädels? Oh.
Seit wann arbeitet der Glück noch von Notre Dame? Das ist unser Untermieter. Mhm. Na, abgesehen vom Personal finde ich die Wohnung aber ganz schön. Mhm. Ich könnte auch aushalten. Mhm. Mach dann auch. Mhm. Mhm. Hallo! Schön, dass du da bist. Ja? Geh rein. Hallo, Sophie. Sophie. Hey, jetzt mach ich so ein Gesicht. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Warte, was gefeiert. Mhm. Mhm. Für Liebeskummer ist so eine Mädchenparty genau das Richtige. Mhm. Ja, hoffentlich. Genau. Mädels, es kann losgehen. Packt eure Schlafanzüge aus. Da gibt's nicht viel auszupacken. Ta, ta, ta. Guten Abend, Schätzchen. Weißt du, wie spät es ist? Je später der Abend. Ich wollte gerade ins Bett. Da habe ich eine schöne Gute-Nacht-Geschichte für dich. Bin ich in Stimmung. Lippenscheidung. Aber es interessiert dich ja nicht. Wenn du mich mal eine Sekunde ausreden lässt. Ja, bitte. Aber mach's kurz, ja? Ich kann dich beruhigen. Christoph will wahrscheinlich keinen Skandal und er wird dich vermutlich großzügig abfinden. Woher weißt du das? Von echter Nacht. Wie bitte? Wir waren fürstlich essen. Sushi. Oh, wie hast du das geschafft? Oh, ich habe mir Stäbchen kommen lassen. Oh. Und wie hast du ihn rumgekriegt? Er lechzte danach. Oh, Charlie. Du hast ja deine Flasche Champagner verdient. Erzähl mir. Nur eine Flasche? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Oh, du bist und bleibst meine beste Freundin. Tequila! Manipulativ. Lila! Geht das nicht ein bisschen leiser? Man kann überhaupt nicht schlafen. Musik. Was denn sonst? Ja, jetzt lass ihn doch rein. Das richtige Outfit hat er doch. Würde ich ja gern, aber tut mir leid, wir haben heute Mädchenabend. Ja, das merkt man. Oh. Von nun an erkläre ich die Mann endgültig zu meiner freien Sohne. Ja, und jetzt trinken wir alle Männer, die wir nicht reinlassen. Langsam, langsam. Ich kann nicht mehr lange. Oh. Hier. Tja. Henning? Hm. Ganz schön bescheuert von mir, ne? Ich weiß. Ach Quatsch, nein, überhaupt nicht. Ihr seid ihr vielleicht lieb zu mir. Okay, also auf uns, ja? Auf uns. Prost. Na, Bent. Hi, was willst du trinken? Hast du Sophie gesehen? Tut mir leid, ich hab zu tun. Ja, ist sie oben? Nee. Wo ist sie da? Will ich dir Auskunft an der Aushilfe? Sie muss doch was gesagt haben. Ja, hat sie vielleicht auch, aber ich hab's vergessen. Mann, jetzt spiel dich nicht so auf. Sag mir einfach, wo sie ist. Na gut, wenn es dich beruhigt, sie ist auf einer Party. Glaube ich. Ach, glaubst du? Ja, glaube ich. Hat sie vielleicht gesagt, wann sie wiederkommt? Ja, wenn die Party vorbei ist. Ach, ich hab doch immer gedacht, irgendwie, der ist es. Und jetzt denke ich das irgendwie immer noch. Obwohl er dich so schlecht behandelt hat? Mhm. Also, ich an deiner Stelle würde mir das alles nochmal überlegen. Was meinst du, wie oft Florian und ich uns streiten? Ja. Und solange man sich wirklich gern mag, finde ich, ist das auch in Ordnung. Also bei mir war es nicht in Ordnung. Weder bei Oliver noch bei Alex. Erstmal Abstand und dann kann man sich's in Ruhe überlegen, finde ich. Ja, aber es ist leichter gesagt als getan, ne? Kein Beziehungsstress, kein Liebeskummer. Mhm. Aber ich finde es so ganz ohne ist auch langweilig, ne? Da, wo ist eigentlich Nicole? Cocktails mixen.
Es müssen ja Mörderdrinks sein, solange wie die schon weg ist. Hoffentlich ist sie nicht dem Glöckner begegnet. Ich guck gleich mal nach. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Und wie war der Tanz auf dem Blocksberg? Ach, davon hast du keine Ahnung. War richtig schön, so ein Abend von der Leidensgenossin. Das klingt ja richtig interessant. Und worunter leidest du so? Zum Beispiel unter dir. Unter mir? Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Eben, deswegen. Dann fangen wir eben jetzt an. Jan, bitte. Ich möchte nicht... Was? Dass du... Ja? Dass du wieder mit mir spielst. Für mich war das nie ein Spiel. Du hattest übrigens recht. Womit? Also klasse hat er wirklich. Sicher. Hat er sonst noch was gesagt? Er hat gesagt, Christoph ist ein Gentleman und er wird sich wie ein Gentleman verhalten. Das ist alles? Nein, das ist nicht alles. Charlie. Er ist unter meinen Händen weggeschmolzen wie Himbeereis unterm Äquator. Weißt du, was er gesagt hat? Nein. Ich liebe es, wenn Frauen die Initiative übernehmen. Kannst du nicht endlich mal zur Sache kommen? Ja, ja. Komme ich ja schon. Also, Echti hat gesagt... Echti? Echti meint, die Scheidung soll ohne Medienrummel ablaufen. Ja, und was heißt das? Naja, dass Christoph wahrscheinlich auf deine Forderungen eingehen wird. Was hat er gesagt? Naja, nicht so konkret, aber so habe ich seine Worte verstanden. Ja, aber konkret, was hat er gesagt? Was konkret? Wird er auf meine Forderungen eingehen? Was wird mit den Anteilen am Schloss, das Mobiliar, Kapitalbeteiligung? So genau konnte ich das nicht mehr fragen. Warum denn nicht? Naja, weil wir... Ja? Du hast doch gesagt, naja, ich soll mit ihm... Du warst mit ihm im... Ja, ich, die war plötzlich so in Fahrt und da ist es eben passiert. In der Sushi-Bar? Nein, um die Ecke. In seiner Kanzlei. Guten Abend. Wie bist du hier reingekommen? Mit dem Schlüssel vom Tresen. Ich habe ihn mir ausgeliehen. Okay, dann gibst du ihn jetzt wieder zurück und machst, dass du rauskommst, Handy. Sophie, ich kann ja verstehen, dass du sauer warst. Deswegen bin ich ja gekommen. Auf einmal, ja? Na, woher hätte ich denn wissen sollen, dass du dich entschuldigen willst? Ach, Henning, der Zug ist doch total abgefahren. Sophie, ein klares Wort von dir. Du hast mir doch überhaupt nicht zugehört und jetzt soll ich auch noch an einem schuld sein, oder was? Warum schreist du denn so? Ich dachte, du wolltest dich entschuldigen. Ich schreie immer, wenn ich mich entschuldigen will. Ja, und das ist leider nicht der einzige Fehler, den du hast. Oh, Henning, du bist so ein Mist, gell? Diese Scheiße, du sollst dich immer wieder mir das Wort im Mund umzudrehen. Na, überleg dir mal, warum so leicht ist dir, das Wort im Mund rumzudrehen. Ja, 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 es tut dir leid, verdammt nochmal. Aber was willst du jetzt machen, hä? Ich dachte, du wolltest dich entschuldigen. Hast du wohl falsch gedacht? And take you home.